sehr stark aufgekommen ist, ist der Steamer. Da kochen wir das Gemüse nicht im Wasser, kochen, sondern es wird im Dampf gekocht, sehr schonend zubereitet, mit wenig Vitaminverlust. Und der Farbe bleibt echt. Wir haben verschiedene Arten von Steamer. Der Hauptteil ist ein normaler Steamer, der einfach Dampf macht, wo man das Gemüse drin kann dämpfen kann. Dann gibt es zusätzlich Kombi-Steam, wo zusätzlich noch ein Backofen ist. Da kann man sicher noch mehr machen. Man kann auch Brot backen drin. Man kann beim Fleisch eine schöne Kruste machen. Dann gibt es einen Drucksteam. Das ist vor allem Zeit, die man spart. Wir haben in 2 bis 4 Minuten das Gemüse fertig, wo wir im normalen Steam etwa gleich lang haben wie in einer Pfanne, also zwischen 20 und 30 Minuten. Also wir haben einerseits natürlich sehr viele verschiedene Beheizungsarten. Auf der anderen Seite gibt es bei der Reinigungsarten gibt es eine Pyrolyse, ein Pure Clean. Dann haben wir auch noch ein Bratthermometer, das uns gar gut die Temperatur im Kern angibt. Das Pure Clean ist eine neue Art von Reinigung. Es ersetzt ökologisch Pyrolyse, die man mit Hitze gereinigt hat. Das Pure Clean das tut reinigen, indem dass man Wasserdampf generiert im Backofen und durch das der Schmutz sich auflöst, wo man dann am Schluss ganz einfach rauswischen kann. Also beim Abfallsystem ist sehr wichtig, dass es mal rein geht, dass man es allenfalls bedienen kann, ohne dass man mit den Händen an die Front langen muss. Dann sollte es auch gut sein zum Teilen, also man sollte können Kompost teilen, man sollte allenfalls noch etwas anderes können auf die Seite tun, also dass es mehrteilig ist. Damit Lebensmittel länger haltbar bleiben, haben wir verschiedene Systeme. Wir haben einerseits die 0-Grad-Zone. Das ist in der Regel ein kleinerer Teil des Kühlschranks, der bei 0 Grad ist. Da bleibt das Lebensmittel rund 4-mal länger frisch. Wir haben das ProFresh. Das ist in der Regel der ganze Kühlschrank. Dort bleiben die Speisen bis 3-mal länger frisch. Die Geschirrspüler sind heutzutage so aufgebaut, dass man es grundsätzlich von außen nicht mehr sieht. Sie haben dafür eine Anzeige, die auf den Boden strahlt. Da sieht man zum Teil, wie lange sie noch haben oder wenn sie fertig sind. Was sicher neu dazugekommen ist, ist eine dritte Ebene, wo man das Besteck nicht tun kann. Durch das haben wir im gesamten Raum 1 bis 2 Maßgedeck mehr Platz. Geschirrspüler brauchen immer weniger Wasser. Es ist von diesen unglaublichen 30 Liter in den 90er Jahren heute auf 6 Liter herabgekommen. Das schafft man indem, dass man das Wasser, Spülwasser regeneriert und in einen Zwischentank tut und es dann nochmal gebraucht wird. Wenn Sie sich eine neue Küche anschaffen, schauen Sie, dass Sie möglichst bei einem regionalen Händler das kaufen können. Schreiben Sie erst unterschreiben, wenn die Küche vollkommen fertig geplant ist, also so weit ist, dass es keine Änderungen mehr gibt. Also auf jeden Fall keinesfalls Laufmeterpreise unterschreiben. Im Weiteren empfehle ich Ihnen, Geräte in Euronorm zu nehmen, damit Sie die ganze Bandbreite von allen Geräten aussuchen können.